Die schöne Welt der Models in Südamerika ist in Verruf geraten. Immer wieder gibt es Schlagzeilen um abgemagerte Mädchen, schlimmer noch, einige verhungern regelrecht. Anna Carolina Reston in der Szene ziemlich bekannt. Letzten November stirbt sie mit 21 an mehrfachem Organversagen. Bei 1,74 Meter Größe wog sie nur noch 40 Kilogramm. Trauer auch in einer Favela von Rio de Janeiro. Diese 14-Jährige wollte es aus dem armen Viertel herausschaffen, Model werden. Weil sie glaubte, nur dürre Mädchen haben eine Chance, hungerte sie. Sie wollte den offensichtlichen Idealmaßen der Branche entsprechen. Zuletzt brachte sie 1,74 Meter groß nur noch 38 Kilo auf die Waage. Im Januar stirbt auch sie. Sao Paulo, brasilianische Megastadt. Das Ziel für alle südamerikanischen Fotomodelle und möchte gern Stars. Hier sitzen die meisten Agenturen, hier finden die wichtigen Events statt. Beispielsweise die Sao Paulo Fashion Week, ein zweimal im Jahr stattfindendes Top-Ereignis. Wer es schafft, hier dabei zu sein, ist schon weit gekommen und kann davon träumen, entdeckt zu werden für die Laufstege in Europa, Asien und den USA. Hier trifft sich, wer im Modezirkus einen Namen hat. Hier werden Trends festgelegt und hier wird nach neuen Talenten Ausschau gehalten. Das Sprungbrett für die internationale Karriere. Davon träumt auch Mayara Fabri, 16-jähriges Model aus dem Süden Brasiliens. Model sein für sie das Wichtigste aus diesen Gründen. Für mich bedeutet so eine Karriere vor allem finanzielle Unabhängigkeit. Ich möchte meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen und ich will ein Leben in Glamour. Ich möchte unter schönen, interessanten Leuten sein. Mayara hat es geschafft, hier auftreten zu dürfen. Sie hat Glück gehabt. Ihr wird eine große Karriere vorhergesagt. Sie sei ausdrucksstark und habe eine ziemlich ideale Statur. Lange, dünne Models sind gefragt. Sie passt dazu. Zuletzt waren vor allem Magermodels gewünscht, hochgewachsen und knochig, Ausdruck eines fragwürdigen Schönheitsideals. Für die Mädchen aber klares Indiz dafür, dass super dünn und sehnig der Garant für Erfolg und Schönheit ist. Aber die Todesfälle und Schlagzeilen der letzten Zeit haben Wirkung hinterlassen. Die Öffentlichkeit war schockiert, die Modebranche musste reagieren. Erste Sofortmaßnahme in Brasilien, nur Mädchen ab 16 dürfen noch auf die Laufstege und Pflichtuntersuchungen vor Auftritten. Auch Mayara muss solche Prozeduren nun öfter über sich ergehen lassen. Ein medizinischer Check, um sicherzustellen, dass keine Mädchen auf die Bühnen geschickt werden, die im nächsten Moment womöglich zusammenklappen könnten. Auch wenn es aufwendig ist und eigentlich nicht in ihren Terminkalender passt, hält Mayara das schon für sinnvoll. Obwohl der Arzt bei Mayara gleich feststellt, was auch für die meisten anderen ihrer Kolleginnen gilt. Ela come de maneira muito irregular. Então, usualmente, quando eles moram sozinhos. Die Mädchen essen sehr unregelmäßig. Sie leben oft alleine, stehen unter ständigem Druck. Und dann diese Termine und die Konkurrenz. Wenn sie selbst für ihre Ernährung sorgen müssen, gibt es allenfalls etwas Schnelles. Meist kein Frühstück. Immer sind sie nur in Eile. Nein, entgegnet Mayara, sie versuche immer zu frühstücken. Das Untersuchungsergebnis: bei 1,76 Meter Größe wiegt sie nur 49 Kilogramm. Damit wäre sie in einigen europäischen Ländern ausgeschlossen, hier nicht. So streng wie beispielsweise Spanien reagierte, so weit ging Brasilien nicht. Wenn wir die Kriterien benutzen würden, wie sie jetzt bei der Modewoche in Madrid oder inzwischen auch in Russland gelten, wo ein Grenzwert beim Body Mass Index, das ist das Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht, von 18,0 gilt, dann dürfte sie nicht mitmachen. Sie hat nur 16,7. Trotzdem, hier bekommt Mayara die Bescheinigung, dass bei ihr alles okay ist und sie an der nächsten Veranstaltung ohne Bedenken teilnehmen darf. Die Ford-Agentur in Sao Paulo, eine der bedeutendsten Modelagenturen in Südamerika. Hier ist auch Mayara unter Vertrag, zusammen mit 350 anderen Models.
Hier werden die Aufträge vermittelt, Fotoshootings, Modenschauen, Werbeaufnahmen. Der Bedarf an Models aus Südamerika ist groß, Anfragen kommen auch aus Übersee. Der bevorzugte Typ, langes Haar, dunkel bis hellblond, markantes Gesicht, große Statur und dünn. Adriana Ogata ist zuständig für die New Faces. Zurzeit versuchen sie etwa 100 neue Gesichter in der Modewelt zu etablieren. Die Mädchen kommen sehr jung hier an, oft schon mit 14. Unser Ziel ist es, dass sie möglichst lange bei uns arbeiten, wenn möglich sogar bis sie 25 oder gar 30 sind. Das schaffen sie nur, wenn sie gesund bleiben. Und darum kümmern wir uns. Wer hier aufgenommen ist, wird deshalb erst einmal auch betreut. Die meisten Neuverpflichtungen kommen oft von weit her, sind nicht selten das erste Mal von den Eltern getrennt, wurden irgendwo im Land entdeckt von einem der 70 Scouts, die für die Ford-Agentur nach neuen Talenten Ausschau halten. Eine großartige Karriere wird diesen neuen Gesichtern versprochen und tatsächlich, wer hier unterschrieben hat, ist zumeist auch gut im Geschäft. Damit der Stress, die neue Umgebung und die vielen Anforderungen, die auf den Nachwuchs eindonnern, diesen auch nicht mürbe machen, sorgt sich die Agentur zumindest in der Anfangszeit um die neuen Hoffnungsträger. Eine Wohnung wird zur Verfügung gestellt, wer noch zur Schule geht, bekommt auch dafür die nötige Unterstützung. Und vor allem jetzt nach den vielen Magersucht- und Bulimie-Vorfällen der letzten Zeit kümmere man sich auch um die Gesundheit. Ernährungswissenschaftler, so sagt man uns, würden den Neuankömmlingen erklären, wie wichtig die richtige Ernährung für sie sei. In der frisch bezogenen Wohnung ist im Kühlschrank außer Obst und Joghurts allerdings kaum etwas anderes zu finden. Vier Mädchen werden sich in den nächsten Monaten zunächst einmal diese Wohnung in der brasilianischen Millionenstadt teilen, dann wird man weitersehen. Je nachdem, was für eine Karriere die vier machen werden. Im Moment jedenfalls sind sie froh, es bis hierhin geschafft zu haben, der Traum tausender südamerikanischer Mädchen. Für Lovan Pinol ist er wahr geworden. Sie kommt aus einer kleinen Stadt in Südbrasilien und hatte dort mit ihrem markanten Gesicht, den 1,76 Meter Körpergröße und 48 Kilogramm, die Jury eines Schönheitswettbewerbes beeindruckt und gewonnen. Danach bekam die 15-Jährige das Angebot, nach Sao Paulo zu kommen. Sao Paulo ist natürlich ganz anders als die kleine 17.000 Einwohnerstadt, aus der ich komme. Ich habe mich anfangs ein bisschen verloren gefühlt, aber es ist schön hier. Jetzt hoffe ich, dass ich von hier aus meiner Familie helfen kann. Ich möchte ihnen das geben, was sie verdienen. Rio de Janeiro, auch hier gibt es ständig Modenschauen. Vielleicht, so hofft Lovan, hat sie ja hier schon bald ihren ersten Auftritt. Sie glaubt an ihren Erfolg, solange sie es nur schafft, den Idealmaßen der Branche zu entsprechen. Das hieß in letzter Zeit nur, groß und klapperdür, weibliche Form kaum gefragt. Dass nur noch abgemagerte Mädchen Aufträge bekommen und mitunter ihr Leben riskieren, dagegen rebellieren bislang nur wenige. Aber die es tun, greifen die Szene offen an. Luisa Pontes beispielsweise, 21-jähriges Ex-Model. Auch sie litt unter Magersucht, ermutigt jetzt junge Mädchen, zu ihrem naturgegebenen Körper zu stehen und klagt an. Tausende Mädchen wollen ein Star wie Giselle Bündchen werden. Und fast nie sagt die Agentur, du kannst es nicht schaffen. Im Gegenteil, sie ermutigen dich. Schwärmen, du hättest das Potenzial. Du wirst es schaffen, wenn du an dir arbeitest. Ich war 15 und alle sagten mir so etwas. Ich war geblendet, bereit, alles zu machen, damit es klappt. Und das hieß abnehmen, wenig essen, Sport machen. Luisa lebt zu Hause bei ihren Eltern. Erinnerungen an eine vielversprechende Karriere. Ein Star sollte sie werden, nur dafür noch ein bisschen abnehmen. Ein 1,74 Meter Größe, 54 Kilo wuchs sie bei den ersten Aufnahmen. Mit 16 waren es nur noch 46 Kilo. Sie wurde krank, die Magersucht begann und eine schwere Leidenszeit.
Die Agentur hat meine Eitelkeit sehr gefördert. Mit 15 wusste ich nicht wirklich, was schön, normal, gesund sein bedeutet. Ich war noch dabei, meinen Charakter zu formen, und mir ging es dabei nur um meine Karriere. Je mehr ich abnahm, desto öfter hörte ich, du bist wunderschön. Dieses Wunderschön bedeutete für mich, ich entspreche dem Profil, ich bin auf dem richtigen Weg. Ein Weg direkt ins Krankenhaus. Ihre Eltern erkannten die dramatische Situation und schritten gerade noch rechtzeitig ein. Wir waren sehr besorgt. Luisa war unterernährt, fing an, organische Probleme zu bekommen. Ihre Regel hatte aufgehört. In dem Moment haben wir verschiedene Ärzte hinzugezogen. Es war schon längst nicht mehr nur ein kleines Problem. Sie war dünn und schwach. Es war mittlerweile ein schweres organisches Problem. Die Karriere vorbei, bevor sie wirklich begonnen hatte. Stattdessen ein Kampf ums Überleben und um wieder Frau zu werden. Erst mit 19 hat Luisa ihre Periode wiederbekommen und ihr Selbstbewusstsein. Jetzt hat sie nur noch ein Ziel, die Modewelt kräftig umzukrempeln, damit es keine weiteren Todesnachrichten mehr von verhungerten Models gibt. Wenn man davon hört, ist man schockiert. Ich habe mich sehr damit identifiziert. Was Anna, Carolina und den anderen Mädchen passiert ist, hätte mir auch passieren können. Jetzt sind einige Fälle öffentlich geworden, aber das gibt es schon lange. Ich möchte jetzt ganz offen über diese Erfahrungen reden und versuchen, betroffenen Mädchen zu helfen. Wir müssen eine Lösung für dieses Problem finden. Zurück zu Mayara. Seit sie 14 ist, arbeitet sie als Model. Sie hat ihr Elternhaus verlassen, nachdem sie von einem Scout entdeckt wurde. Jetzt lebt sie auch mit anderen Mädchen zusammen in einer Wohnung in Sao Paulo, die sie uns aber nicht zeigen möchte. Sie ist gut gebucht und hofft auf den internationalen Durchbruch, weiß aber, dass sie dafür hart kämpfen muss. Mittagspause beim Fotoshooting. Fast immer gönnt sich Mayara nur Salat. Angst, magersüchtig zu werden, hat sie nicht. Aber, so hat die Psychologin Anna Soares herausgefunden, bei dem Schlankheitswahn in dieser Branche kann das leicht passieren.